Wie positioniert sich QA Systems als deutsches mittelständisches Unternehmen gegenüber internationalen Produktherstellern? Und welchen Vorteil kann Ihr Unternehmen seinen Kunden hierzulande bieten? Wir wollen nicht die Größten, aber die Besten sein. Auch wenn wir international arbeiten, so stehen wir für deutsche Wertarbeit. Als Mutterland der Automobilindustrie ist Deutschland ein wichtiger Markt. Wir sind nahe bei unseren Kunden und sprechen ihre Sprache. QA Systems ist seit langer Zeit im Bereich Testen unterwegs. Wie hat sich Ihr Unternehmen in dieser Zeit entwickelt? Wir sind mit den Anforderungen an unseren Kunden gewachsen. Unsere Kundenliste liest sich heute wie das Who is Who der Branche. Wir haben ein Entwicklungszentrum in Großbritannien und Vertriebspartner weltweit. Allein daran lässt sich der Stellenwert des Testens für unser Unternehmen ermessen. QA Systems ist von Anfang an als Platin-Sponsor bei der Konferenz dabei. Welchen Stellenwert hat die Embedded Testing deshalb für Sie? Für uns ist die Embedded Testing natürlich die Schlüsselmesse schlechthin. Wir treffen hier Partner und viele unserer Kunden. Wer ist Ihrer Meinung nach die Zielgruppe dieser Konferenz? Wer sollte sie besuchen? Alle, die in welcher Form auch immer irgendwie mit Softwareentwicklung zu tun haben. Vom Entwickler bis zum Entwicklungsmanagement über die Qualitätssicherung. Seit 3 Jahren gibt es nun die Embedded Testing. Wie beurteilen Sie diese Konferenz? Sie ist das wichtige Branchenforum, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Wo sehen Sie derzeit die größte Herausforderung in diesem Umfeld? Sicher in der Systematik. Viele sehen das Testen als notwendiges Übel und so gehen sie auch damit um. Testen sollte als integraler Bestandteil in der Konzeptionsphase mitbedacht werden. Nur so entsteht in Zukunft Software, die den harten Anforderungen der Industrie gerecht wird. Herr Schipanski, welchen Stellenwert hat aktuell das Thema Testen im Embedded-Markt? Einen sehr hohen. Was wir auch tun, wir sind umgeben von Geräten, deren Software fehlerfrei funktionieren muss. Manche Küchenmaschine heutzutage hat mehr IT-Intelligenz als viele Rechner vor 20 Jahren. Richtiges Testen, speziell in den Bereichen Automotive und Medizinelektronik, kann daher über Gesundheit und Leben von Menschen entscheiden. Würden Sie sagen, dass dieser Stellenwert eher steigt oder fällt? Testen wird immer wichtiger. Wir stehen heute an der Pforte zum autonomen Fahren. Fehlerhafte Software kann schwerwiegende Auswirkungen haben. Testen wird immer mehr und mehr integraler Prozess in der Softwareentwicklung. Dann bedanke ich mich sehr für das Interview, Herr Schipanski, und ich freue mich, Sie auf der Embedded Testing zu sehen. Vielen Dank auch für Ihre Zeit.